Was geht, Leute? Mein Name ist Denise. Willkommen back zu einem neuen Video. Ich bin wieder Daddy. Und Granny ist out. Okay, Granny und Grandpa sind out, Leute. Jetzt ist Daddy an der Reihe. Und zwar ist es so ein ähnliches Spiel wie Granny und auch so ein bisschen wie Hello Neighbor. So quasi, man wird von Daddy gejagt, aber das ist ja Granny auch. So ein bisschen wie Hello Neighbor. Also, ja. Auf jeden Fall müssen wir aus dem Haus von Daddy entkommen. Und es ist mehr so eine Art Trollspiel. Es ist kein richtiges Spiel. Es ist schon ein Spiel, aber ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage Trollspiel, oder? Ihr versteht, was ich meine. Und die Musik ist viel zu episch. Hör auf mit der Musik. Okay, wie auch immer, lass uns beginnen. Ob wir auch das Spiel lassen noch oben da. Also, let's go. Lass uns gucken, was Daddy mit uns anstellen wird. Daddy? Daddy? Ist das mein Daddy? Oder bin ich das? Wo gehst du hin, Daddy? Warte mal. Ist das mein Daddy? Hey, Daddy! Warte. Mein Daddy geht einfach ohne mich los. Ist das mein Daddy? Oh, no, Daddy. Ach, das ist der Daddy. Okay. Ich weiß nicht, was da geschehen ist, aber Daddy hat sich in die Luft gesprengt. Oh je. Yeah. Was ist hier los? Wo ist Daddy? Oh, da ist Daddy. Hey, Daddy. Hier bin ich. Oh, der. Okay. Was? Oh, wow. Ist das deine... Oh, mein Gott. Okay, sorry. Ich habe auf meinen zweiten Monitor gedrückt. Was ist los bei dir, Daddy? Ist es denn ernst, dass du wirklich umgekippt bist am Seil? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich da lang gehe. Wir müssen irgendwie rauskommen, Leute. Das steht fest. Okay, Daddy, dein Plan ist nicht allzu sehr... Oh, hey. Na, alles klar. Und... Wow. Oh, wow. Das war gruselig. Das war verdammt gruselig. Irgendwie ist es dämlich, aber auch gruselig zugleich. Ich weiß auch nicht. Oh ja, er kommt her. Pass auf, er sollte wieder... Hä? Was? Was zum Teufel? Du hättest umkippen müssen. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Daddy, du hättest umkippen müssen, aber sowas von. Warte, okay, lass mich rausgehen, Leute. Was ist hier drin? Ah, wir können... Oh mein Gott, versteck dich mal. Was macht Daddy dort? Daddy? Wieso hüpfst du rum? Oh je. Ich meine, Daddy hat seine sehr merkwürdigen Hobbys, die er immer gerne auslebt bei sich zu Hause. Oh, Daddy! Damn, Daddy! Nicht schlecht! Okay, ich gehe mal kurz in deinen Lieblingsraum, okay? Mal schauen, was wir hier finden. Oh Gott, ich drücke mal auf meinen zweiten Monitor. Ich bin hungrig. Kann ich eine Vase essen? Oh, was ist passiert? Kann ich das werfen, bitte? Hallo? Ich wollte gerade... Oh mein... Okay, nice. Kann ich das essen? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Daddy, du bekommst mich niemals nicht lebendig. Warte, ich verstecke mich. Oh nein, ich hab schon wieder... Oh, ich hab schon wieder rausgedrückt. Versteck dich. Oh mein Gott. Oh, er kommt. What? Was geschieht hier gerade? Ich will einfach nur wissen, was geschieht. Dann wäre ich so viel weiter in meinem Leben. Wo bist du, Daddy? Daddy? Ich gehe mal raus, Leute. Ich weiß nicht, wo Daddy ist. Oh mein Gott, wir sind wieder an derselben Stelle. Achso, wir wurden erwischt. Jetzt verstehe ich. Okay, das macht Sinn, Leute. Wir wurden erwischt. Kann man hier auch irgendwie... Wir können Sachen essen, auf jeden Fall. Wieso wird es manchmal so dunkel, das Bild? Ich bin hungrig. Ach so. Ja, dann ist doch was. Du hast hier was zu essen, Bro. Ich sehe gar nichts, wenn ich hungrig bin. Wieso werde ich überhaupt hungrig in dem Spiel? In welchem Spiel wird man bitte... Okay, Daddy hat wieder die Tür geschlossen. Dann lass mal sehen. Wir haben hier ein lilanes Schloss. In der unteren Ebene. Oh, viel Dynamit. Ah, da können wir einen Zünder drauflegen. Wieso schon wieder? Was ist das? Was passiert mit meinen Augen? Wieso kann ich eine Zeit lang weniger sehen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue in meinem Leben. Aber, oh, Daddy tanzt wieder. Okay, wir lassen ihn mal tanzen, Leute. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo ein paar Schlüssel finden. Oh, da ist Daddy. Oh, nein, 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 nein. Bitte rutsch aus, bitte. Bitte rutsch aus. Bitte, bitte, bitte. Yes. Okay, schon wieder dasselbe. Ich gehe jetzt einfach mal in deinen Raum, okay? Wir müssen auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen finden. Mach die Tür zu. Sehr schön. Was können wir hier finden? Irgendwo ein Schlüssel vielleicht? Ich meine, irgendwo wird ein Schlüssel sein. Wir können allerdings nicht alles öffnen, leider. Oh, wir haben... Okay, das will ich aber gar nicht. Wieso drücke ich immer auf meinen zweiten Monitor? Ich hasse das. Okay, dann lass uns mal nach oben gehen. Ich glaube, oben waren wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Oh, goldener Schlüssel. Was ist damit los? Wieso? Was hat das zu bedeuten? Hat das was damit zu tun, dass ich hungrig bin? Das könnte wohl sein, Leute. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Lass mal sehen, ob es hier ein paar Sachen gibt. Es nervt nur immer extrem, wenn es so dunkel wird. Aber danach kann ich halt nichts ändern, ne? Aus irgendeinem sehr
unerklärlichen, merkwürdigen Grund. Hier vielleicht? Öffne das. Na los, Bro. Schon wieder. Oh nein, Daddy kommt. Oh! Oh mein... What? Es hat sich so ausgesehen, als hätte er sich selber gestoßen, Leute. Aber hat er anscheinend nicht, der Loser. Okay, ich verstehe. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie etwas, womit wir irgendwelche Türen öffnen. Leider finde ich die Schlüssel nicht. Warte mal, da... Oh! Oh je. Schon wieder. Leute, kann mir bitte jemand erklären, wo auch nur der Sinn dabei ist, bei diesem Teil? Das würde mich wortwörtlich interessieren. Hey, Daddy! Hier bin ich! Oh, er macht den ja. Alter, ja, ist ja okay. Bitte rutsch aus. Bitte rutsch aus. What? Ich verstehe nichts. Du hättest ausrutschen müssen, Daddy. Was ist das vor allem für Geräusche? Wieso machst du Bärgeräusche, Bro? Zum Glück behalte ich mein Item in der Hand. Komm schon nochmal. Bitte rutsch aus, Daddy. Na los. Ich weiß, du willst es tun, Daddy. Hey, Daddy, hier bin ich. Ja, Daddy ist so gruselig. Mein Daddy ist gestört. Okay, ich renne hier lang, Leute. Ich versuche, den Zünder zu platzieren. Platzieren. Er will nicht. Oh mein Gott. Das ist gerade echt blöd. Hallo, kannst du bitte den Zünder platzieren? Was tust du da? Es müsste gehen. Es müsste gehen. Geht's nicht? Es geht nicht, Leute. Ich kann ihn nicht platzieren. Alter, ich verstehe halt gar nichts mehr in meinem Leben. Es muss perfekt draufpassen. Platzier das Teil da drauf. Bitte, Bro, auf dem Zünder. Was tust du da? Komm schon. Er will nicht. Ich will die Wand aber zerstören. Oh. Ja, ich bin tot, oder? Daddy, wieso geht das nicht? Ja. Dieses Spiel provoziert so hart, ne? Das provoziert so hart. Ich habe den Zünder in der Hand. Das Logo passt perfekt drauf. Aber er will es nicht drauf tun. Wo ist der Sinn? Lass mir mal ins Zimmer gehen. Tut er das nicht? Na los, Daddy, geh ins Zimmer. Hey. Hier bin ich. Ja, perfekt. What? Schon wieder? Das macht keinen Sinn. Rutschst du jetzt aus wenigstens? Geht doch. Meine Güte. Ich meine, ich probiere es gerne nochmal. Auch wenn ich nicht gerade weiß, wieso es nicht funktioniert. Komm schon, Buddy. Leg das drauf. Er will es nicht. Er will es nicht, Leute. Schaut euch mal an, Leute. Er will einfach nicht. Ihr seht sogar. Ich drücke E. Ich drücke F. Ich weiß nicht, was ich noch drücken soll. Welche Button sind noch dafür zuständig? Oder ist es vielleicht sogar doch falsch, was ich tue? Aber denkt ihr, es ist falsch? Ich meine, es passt perfekt drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wortwörtlich falsch ist, Leute. Irgendwie so gar nicht. Vielleicht befindet sich hier sogar irgendwie Schlüssel in der Vase oder so. Das Spiel ist wortwörtlich grausam. Es ist wortwörtlich grausam. Es funktioniert einfach nicht. Und ich drücke... Okay, nein, ich gebe auf. Damit gebe ich auf, Leute. Aber es könnte sein, dass sich hinter der Wand mehr befindet. Seht ihr das? Diesen ganzen Sprengstoff. Da könnte man definitiv was finden hinter dieser Wand. Oh, warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Hier gibt es schon ziemlich viele Sachen, eine Axt. Oh mein Gott, das mit dem zweiten Monitor ist so blöd, ne? Das mit dem zweiten Monitor ist so blöd. Alter, was geschieht hier? Okay. Wieso sind Spiele nicht darauf konzipiert, dass man einen zweiten Monitor hat? Also jetzt mal ehrlich. Oh, oh mein Gott. Wo war ich überhaupt? Keine Ahnung, wo ich war, aber ich habe auf jeden Fall eine Axt. Wozu haben wir mir das, was haben wir mir das bringen wird? Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich blinke. Ich glaube, ja, ich blinzel, meine ich. Ist es blinzeln? Schon wieder. Das macht keinen Sinn. Alter, das macht... Dieses Spiel macht null Sinn. Ja, ich glaube, ich blinzel, Leute. Na, wo lassen wir Daddy mal da liegen? Schätze ich mal, richtig. Und jetzt nehmen wir den Detonator. Können wir... Ah, wir haben aber so... Wir haben jetzt mehrere Items in der Hand. Wieso habe ich... Wieso? Wieso? Ich verstehe nicht, wo der Sinn ist, Leute. Jetzt habe ich doch zwei Items in der Hand. Wenn ich die wegtue, habe ich immer noch meine Axt in der Hand. Aber ich habe keine Axt wirklich in der Hand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es macht so null Sinn. Ich kann meine Axt nicht mehr wegwerfen, weil ich habe keine Axt in der Hand. Ich habe wortwörtlich keine Axt in der Hand. Er hat einfach nur zwei Sachen in der Hand. Lass mich kurz neu starten. Okay. Perfekt. Okay, es funktioniert wieder alles, oder? Richtig? Wow. What? Okay, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich hätte es einfach nicht sagen dürfen. Jetzt funktioniert es, glaube ich. Jetzt macht er das auch. Er bewegt seine Hand. Ich glaube, wir hatten vorher nur einen Bug, Leute. Oh, das kann hundertprozentig sein, meine Freunde. Lass uns nochmal den Detonator finden und dasselbe nochmal probieren. Ich habe das Gefühl, mit diesem Detonator können wir eine Menge machen und eine Menge anstellen. Nur wir müssen erstmal den Detonator wieder finden. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wo er ist. Das ist ein Problem, ich weiß. Gehen wir mal nach oben. Ich glaube, er könnte oben sein, oder? Ah, ne, hier war nur der goldene Schlüssel. Na, okay. Hey, kommt hierher.
Hey, ja, was denn, Daddy? Ja, mach das ruhig. Ich geh mal hier runter, ja? Wir sehen uns im nächsten Leben, Daddy. Bye-bye. Schön, dich gesehen zu haben oder kennengelernt zu haben. Axt, wozu auch immer die Axt ist, die wird bestimmt für irgendwas gut sein. Aber ich will einfach nur den Detonator. Vielleicht in seinem Zimmer. Ah, ne, er ist ja, ne? Oh Gott. Da ist er leider. Mach die Kartons weg. Mach die Kartons weg. Yeah, nice. Sehr gut. Okay, das ist perfekt, Leute. Einfach nur perfekt. Ah, hier ist der Detonator. Mal schauen, vielleicht klappt's ja jetzt. Es könnte sein, dass es nämlich vorher nur ein Bug war. Das könnte zu 100% sein, Leute. Man weiß ja nie, ne? Okay, jetzt haben wir Zeit, um nach unten zu gehen. Bitte, es funktioniert jetzt. Yes! Ich wusste es, es muss klappen. Oh je. Wir haben gesehen, was hier drin ist. Oh, wir sind hungrig deswegen, ne? Natürlich. Lass mal sehen, was Daddy hier noch so versteckt hat. Mein allzu cooler Daddy. Oh, hier ist ein Tanzkeller. Da macht er mal Party. Ist da was auf dem Tisch? Lass mal weiterlaufen. Oh, wir haben den lilanen Schlüssel. Das war episch, Bro. Ich meine, dafür, dass das Spiel 2,29 kostet. Oh Gott, bitte. Das bedeutet, ich bin hungrig, ne? Ja. Lass uns mal das hier aufmachen. So. Yeah. Ah, mit der Axt können wir. Pass auf, Leute. Oh, er hat mich gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Ja, ne? Ja. Hey. Oh, nein, Daddy, nein. Oh mein Gott, Daddy ist der Beste, wortwörtlich. Daddy ist einfach nur der Allerbeste. Muss ich was essen, wenn ich Hunger habe? Ich meine, das würde Sinn machen. Iss was, wenn du Hunger hast. Ey! Anscheinend ja. Okay, Daddy, wo bist du? Oh, Daddy, hör auf, dein Ass zu shaken, Bro. Was zum Teufel tust du da? Ja, du willst mich wieder ermorden, ne? Na komm, dann komm doch her, aber leg dich nicht aufs Maul. Ja, man sieht immer, ob das Spiel kaputt ist, wenn er dann noch aufsteht. Wenn er aber einfach stehen bleibt, dann passt alles. Ah ja, genau, ich wollte ja die Axt holen. Oh nein, er hat mich. Lass mal die Axt holen, Leute. Ich verstecke mich. Er wird mich niemals sehen. Niemals in meinem Leben. Richtig? Hier wird er niemals langkommen. Natürlich nicht, wieso sollte er? Daddy? Daddy? Ich weiß nicht, wo Daddy ist. Kann ich das hier zerstören? Geht's nicht. What? Kann ich das Holz nicht zerstören? Oh, er ist wieder runtergefallen. Oh mein Gott, er ist der allerbeste Leute der Welt. Bei weitem der allerbeste der Welt, kann man nicht anders sagen. Aber das Problem ist, mit der Axt, was können wir mit der Axt machen, bitte? Ich meine, es ist klar, wir können mit der Axt Holz zerstören. Würde Sinn ergeben. Richtig, hier war aber der Schlüssel. Also der Keller ist nicht mehr allzu wichtig, richtig? Ich will nichts Falsches sagen, aber es sieht so aus, als hätten wir allen Nutzen aus dem Keller rausgeholt. Lass mal was essen, okay? Pass auf. Bisschen das hier essen, genau. Sehr schön. Okay, dann lassen wir hier langlaufen. Lass mal sehen, ob wir hier noch wichtigere Sachen finden. Das kann er nicht essen, solange er eine Axt in der Hand hält, leider. Ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht können wir ja das hier aufmachen. Nee, ne? Ah, Mann. Das muss doch irgendwie gehen. Mit der Axt? Geht's nicht mit der Axt? Sag mir nicht, ich kann das mit der Axt nicht öffnen. Ach komm schon, wozu ist die Axt dann da? Ich meine, jetzt mal ehrlich. Seht ihr das? Ist da irgendwas drin? Vielleicht ja auch nicht. Aber das steht ja open. Das bedeutet, wir könnten es theoretisch aufmachen, aber irgendwie dann auch nicht. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schlüssel. Ist Daddy wieder besoffen? Bist du besoffen, Daddy? Ich glaube ja. Okay, ich gehe da mal hier lang, ja? Wir sehen uns, Daddy. Wir sehen uns. Leider sehe ich nichts. Oh, wow. Kann ich vielleicht... Nee, das geht auch nicht, ne? Wir brauchen den goldenen Schlüssel. Wo finden wir den goldenen Schlüssel? Das ist meine Frage. Da steht, öffne es, aber er öffnet es nicht. Das ist richtig frustrierend. Also wortwörtlich hardcore frustrierend. Die Axt nimmt er, aber er will es nicht öffnen. Er will es nicht öffnen, Leute. Wow. Das ist richtig ätzend. Auch wenn es Sinn ergibt, aber das ist ihm egal. Iss was, bitte. Bitte iss was. Bitte iss einfach was. Er will auch nichts essen. Wieso nicht? Woran liegt es? Ist doch was. Er hat keinen Bock, irgendwas zu essen, Leute. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder in einem Bug, wo gar nichts funktioniert, richtig? Ja. Normalerweise müsste es aufgehen. Es müsste. Wetten, wenn ich neu starte, funktioniert und es geht auf mit der Axt. Na gut, wir lassen erstmal zu uns rennen und dann machen wir gleich das erste mit der Axt, Leute. Okay, sehr gut. Wir nehmen die Axt und dann lass mal sehen, ob wir irgendwie damit irgendwas aufmachen können. Oder die Axt ist so verbuggt, dass wenn wir die Axt aufheben, dass dann gar nichts mehr geht. Ich meine, man kann spekulieren. Oh je. Es geht ganz normal auf. Wir müssen dazu nicht mal eine Axt benutzen. Oh, wow. Aber davor ging es nicht auf.
Seht, jetzt geht's auf. Oh mein Gott. Goldener Schlüssel. Davor ging es nicht auf. Ich kann euch versprechen, Leute, ich habe gedrückt, aber es ging nicht auf. Also das war sehr merkwürdig. Aber ich komme schon ganz gut zurecht hier in diesem Haus. Was so ein bisschen merkwürdig ist, aber es ist tatsächlich so. Und wir haben eine neue Gegend gefunden. Munition? Können wir Daddy erschießen? Ich will meinen Daddy nicht erschießen. Würde ich niemals tun, Daddy. Ich will dich nicht erschießen. Ich will dich behandeln wie einen lieben Daddy, okay? Oh, break you can with... ja, dafür brauchen wir eine Axt. Okay, dann lasst uns kurz mal die Axt holen, Leute. Schlüssel wegtun. Und ganz schnell, aber sicher die Axt holen. Oh, hey, Daddy. Ja, okay, du hast mich erwischt. Ja, ja, okay. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich kann damit leben, alles bestens. Nehmen wir das hier. Ich glaube sogar, man muss hier bei dem Spiel keine Maustasten drücken. Ich glaube, es funktioniert alles mit E. Weil die Maus geht immer auf den zweiten Monitor und dann, ja, hat man nur ein Problem. Wir rennen jetzt aber hier lang. Ich weiß, Daddy sieht mich, aber wenn wir ganz schnell sind, Leute, wird er mich nicht rechtzeitig erwischen können. Das wäre natürlich perfekt. Gott, ich bin hungrig. Boah, Hunger ist echt... Also, wieso müssen die so dämlich sein, dass man Hunger hat? Damn, jetzt ist die Axt... Jetzt funktioniert diese Axt. Wow. Ist doch toll, Leute. Schaut euch das mal an. Yeah. Ha. Perfekt. Jetzt kommen wir durch. Sehr gut. Siehst du das, Daddy? Das ist dein Sohn. Das ist aus mir geworden. Was ist das hier? Ein Bett? Einfach nur ein ganz gewöhnliches Bett. Ein blauer Schlüssel. Dieses Spiel hat mehr Geheimnisse, als ich erstmal denken kann. Leider funktioniert der blaue Schlüssel nicht bei der roten Tür. Irgendwie logisch, oder? Ist das ein Gefängnis? Warte mal, wird die Tür vorher auch schon... Ich komme nicht zurück, oder? Okay. Oh, ist hier was? Bitte, bitte. Yes. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Das ist gut, das gefällt mir. Haha, yeah. Oh, ich sehe wieder nichts. Ich hasse das. Bitte hör auf. Hör einfach auf, okay? Nur wo kommt der blaue Schlüssel rein? Das ist meine Frage. Oh, nimm das Brot bitte. Nimm das Brot. Yes. Das auch noch, das auch noch. Perfekt. Sehr gut. Schade, dass wir keine Hungerleiste haben. Da könnte ich wenigstens sehen, ob wir Hunger haben oder nicht. Ist hier irgendwo der Schlüssel? Hier können wir lang. Was ist, wovon führt das? Nur Geheimnisse. Lila? Warte mal, Lila sollte nicht so schwer zu finden sein. Oder hatten wir nicht Lila schon mal? Oh Gott, ist das eine Waffe? Oh mein Gott. Wir haben wortwörtlich eine Waffe. Oh. Daddy. Hey, Daddy. Ich habe etwas für dich. Das wird dir nicht gefallen. Das ist die Waffe, die du gesucht hast. Ja, ich habe sie gefunden. Ha. Ich habe sie wortwörtlich gefunden, Daddy. Tja, nur wo bist du jetzt? Ich muss dich einfach nur finden und dann haben wir dich, mein Daddy. Dann haben wir dich, mein... Da ist Lila. Ach so. Ist nicht Schlüssel immer woanders? Hey. Daddy, hier. Boom. Und das. Oh mein Gott. Wieso schießt die Waffe nicht da, wo der Punkt ist? Ich verstehe halt gar nichts mehr. Wow, wir können sie weglegen, Leute. Die Waffe ist sinnlos gerade. Wortwörtlich einfach nur sinnlos. Ist hier was? Nope, leider nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Oder vielleicht hier irgendwo, nee, ne? Na gut, dann würde ich sagen, wir holen den lilanen Schlüssel. Wo war der nochmal? Ach, der... Ah, wenn wir den lilanen Schlüssel haben... Warte, ich weiß, wo der lilanen Schlüssel war. Dafür brauchen wir doch den Detonator. Und dann können wir den lilanen Schlüssel für zwei Türen verwenden. Wow. Oh, Daddy. Oh, nein. Wieso liegt der da noch? Habe ich dich doch erwischt mit dem... Oh, jetzt bin ich doch hungrig, verdammt. Ach, Alter. Hallo? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ist das dein Ernst? Jetzt sehe ich was, wo ich geheidet bin. Ich wurde erwischt von Daddy. Ja, okay, danke, Daddy, dass du dem Ganzen ein Ende gesetzt hast. Ich wusste nämlich nicht mehr, was ich tun soll. Alles ist schwarz. Oh mein Gott. Dabei habe ich so vieles schon herausgefunden. Daddy, nicht schon wieder. Hey, Daddy. Okay, ich gehe da mal hier lang, ne? Ich mach mal den hier. Hier, Daddy, guck mal. Ja, du hast mich erwischt. Und jetzt? Interessiert das irgendjemand? Nein. Wenn die Schlüssel immer an derselben Stelle sind... Ja, die sind immer an derselben Stelle. Komm, dann müssen wir heute entkommen, oder? Das müsste klappen. Daddy ist umgekippt. Ich meine, bei Granny war es ja so, die Items waren immer an verschiedenen Stellen. Das macht das Spiel richtig schwer. Weil es jedes Mal einfach immer super schwer ist. Okay, und hier, wenn die Sachen dabei immer an derselben Stelle sind... Ich meine, gerne. Gerne, gerne, gerne. Merken wir uns, wo der lila Schlüssel ist. Leider können wir keine zwei Items heben. Ist aber nicht so schlimm. Wir können hier lang gehen. Wir können hier lang gehen. Und dieser lila Schlüssel ist nicht nur für die Haupttür da, sondern auch für diese Tür. Was episch ist. Und hier können wir was finden?
Bestimmt irgendwas, oder? Irgendwas, was hilft? Ja. Ah, Crowbar, perfekt. Okay, erstmal benutzen wir den Schlüssel an der Tür. Okay? Wie gesagt, wir können keine zwei Sachen aufheben, dann kommen wir aber raus. Selbst wenn wir erwischt werden. Ich meine, das Spiel resettet nicht. Das heißt, wir werden erwischt, aber es geht trotzdem ganz normal weiter. Oh, hey, Daddy. Kann ich hier langlaufen? Nein, kann ich nicht. Na gut, wir behalten sogar das Item in der Hand. Das heißt, er hat mir sogar einen Weg erspart. Seht ihr das? Wir sind wieder zurück. Und er hat mir quasi einen Weg erspart. Was so nett ist. Ja, schön. Viel Spaß am Tanzen, Daddy. Einfach nur das und jetzt nur noch die Crowbar. Und dann sollten wir ausgebrochen sein, oder? Ich glaube, ja. Und ich habe wieder enorm Hunger. Mordsmäßigen Hunger, Leute. Ich glaube, das ist immer, wenn ich laufe. Kann das sein? Er verfolgt mich. Ich laufe einfach. Lauf, 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 lauf. Alter, der ist so sauer, ne? Er ist einfach so sauer. Oh, ich hasse es, verfolgt zu werden in Videospielen, Leute. Ich hasse es, verfolgt zu werden in Videospielen. Jetzt haben wir das hier. Okay, und ich glaube... Oh, ich sehe nichts. Meine Güte. Das ist frustrierend. Ich muss mehr essen. Gib mir was zu essen. Mann, gib mir doch was zu essen. Okay, er will nicht essen, okay. Dann eben nicht. Dann wirst du halt eben nicht essen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Ich meine, wieso denn auch nicht? Wir rennen hier lang. Und jetzt sollten wir, wenn wir uns nicht komplett blöd anstellen, die Tür mit Hilfe von den Teilen aufmachen und abbauen, oder? I cannot leave without my daddy. Ich kann nicht ohne meinen Daddy das Haus verlassen. Naja, dein Daddy ist halt ein Gestörter, ne? Hier, sein Daddy soll mitkommen. Er will nicht abhauen. Er will nicht abhauen, Leute. Ist das dumm? Hä? Ah, sollen wir ihn vielleicht erschießen und mitsagen? Oh, lass mal die Waffe holen, Leute. Stell euch mal vor, wir müssen ihn da schießen, damit er quasi und dann hinziehen zur Tür. Okay, so wird das nix. Ja, okay. Na gut, erwisch mich kurz, Daddy. Ist eigentlich nur, oder wisst ihr was? Ich laufe einfach. Ich sollte einfach laufen. Es sollte auch okay sein. Hier ist die Waffe. Dann lass mal sehen. So. So, genau. Wir können drücken zum Schießen oder wie schießen wir? Oh, nein. Also wir müssen doch die Maustaste dann drücken, ne? Okay, also müssen wir. Und es fliegt höher. Das ist super merkwürdig. Na gut, dann wollen wir mal, Leute. Wir müssen was essen auf jeden Fall. Ganz wichtig, sehr gut. Und jetzt erschießen wir Daddy und nehmen ihn mit. Ich hoffe, du hast verstanden, Daddy, was wir tun werden. Hey, Daddy. Dann nimm das. Yes. Wir haben ihn doch. Yes. Jetzt trag ihn, trag ihn, trag ihn, trag ihn. Zieh ihn mit. Es geht nicht. Oh, kann ich jetzt vielleicht die Tür verlassen, jetzt wo er K.O. ist? Klappt das? Er kann nicht verlassen ohne seinen Daddy. Alter, wie? Daddy, komm her, hier lang. Daddy, hier. Hier lang, Daddy. Daddy, guck mal, hier, da ist die Tür. Jetzt komm schon, du schaffst es. Hier, Daddy. Ja, 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 genau. Und, geht's jetzt? Okay. Nein. Na gut, Leute, super merkwürdig. Er will nicht verlassen ohne seinen Daddy. Er könnte einfach abhauen, ein normales Leben führen. Er hat sich entschieden dazu, dass er das nicht tun will. Aber na gut, ich werde das Video für heute erstmal hier stehen lassen. Also ja, für mehr solche Spiele, lass einen Daumen nach oben da. Falls du es bisschen geschafft hast, schreibe Daddy in die Kommentare und ich sehe dich nämlich schon wieder. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.